Free Rabbits. Die besten Videos. Hallo Leute. Ich werde mich jetzt mit euch zusammen schminken. Fangen wir an mit der Foundation von Max & More. Das ist die 121. Da mache ich mir was auf mein Sponge drauf. Und dann verblende ich das. Nicht wundern, wenn ich nach da gucke. Ich habe da einen Spiegel, wo ich das alles gut sehen kann. Deswegen. Und die Max & More, also meine Foundation, gibt es bei Action. Neben, also fast neben den Kassen, wo es auch die restlichen Schminksachen bei Action gibt. Dann benutze ich auch von Max & More Concealer, die 104 Light Sand. Ich hoffe, man kann es sehen. Die gibt es auch bei Action. Und das mache ich überall da, wo Concealer hin muss. Und verblende das dann. Alles schön einblenden, verblenden. So, als nächstes benutze ich meinen Matte Puder Plus von Catrice. Das hält 12 Stunden und deswegen muss ich das. Ich finde dieses Puder so gut und jetzt werde ich alles immer abpudern. Dann kommt der Highlighter von Essence, der ist so gut. Ich habe mir schon einen neuen Highlighter gekauft, weil ein anderer schon leer war. So. Dann benutze ich von auch Essence Baby Got Blush. Da nutze ich aber nicht zu viel. Da mache ich immer nur so einen Strich circa. So. Dahin. Und dann wird es verblendet. Auf beiden Seiten. Dann benutze ich noch einen Juicy Bomb, auch von Essence. Man sieht, das ist der Shiny Lip Gloss, man sieht, ich habe richtig viel von Essence. Ich liebe einfach die Marke von Essence. Der sieht so aus, das ist der rote, sage ich mal. Und das war's mit meiner Schminkroutine. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch das Video, wie gesagt, gefallen hat, könnt ihr einen Like da unten da lassen, also ein Däumchen hoch. Und ich würde mich sehr gerne über einen Kommentar freuen. Hab euch lieb!